Team Klimaschutz in Kleinmachnow. Wir sind heute im Freibad Kiebitzberge, wo wir ein Klimaschutzmodellprojekt, gefördert vom Bundesumweltministerium, zur Wärmewende betreiben. Wir haben grundsätzlich ja in den letzten beiden Jahren das Freibad halt komplett neu saniert. Es sind neue Edelstahlbecken, die Wassertechnik ist erneuert worden, Pumpentechnik und natürlich halt auch um diese Solarthermie. Wir haben hier zwei Technologien im Einsatz. Zum einen 530 Quadratmeter mit Solarthermie, die allein für die Beckenwassererwärmung der Freibad Becken zuständig ist. Wir konnten damit natürlich halt Energie sparen und wir können sagen, dass wir dadurch natürlich halt auch CO2 halt einsparen konnten. Und interessant für die Privathaushalte ist ein solarthermisches System, was vierfache Erträge in der Heizperiode bringt im Vergleich zu einem klassischen solarthermischen System. Sprich, man braucht eigentlich keinerlei Erdgas mehr und wir wollen in diesem öffentlichen Raum zeigen, dass man solar durch den Winter kommt. Da kann ich nur sagen, jedem, der da Interesse hat, auch zu sparen und dieses neue Projekt sich anzuschauen, kommt her, schaut euch's an. Mach's klimafreundlich. Die Nationale Klimaschutzinitiative hilft dir dabei. Infos zu Förderprogrammen und mehr als 28.000 erfolgreich umgesetzten Projekten gibt's auf klimaschutz.de.